einer steinernen Bibliothek, die sich über fast 2000 Jahre hin entwickelt hat. Und zwar mit dem Blick, aus dem Blickwinkel des preußischen Staatsphilosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Um das zu verstehen, muss man seine philosophische Grundkonzeption kennen. 1789 war er 19 Jahre alt, als sich Napoleon in die Traditionslinie der römischen Kaiser einreihte und ein Augustus sein wollte. 1804 war er 34 Jahre alt. Als dann 1806 dieses Reich endgültig zusammenbrach, das heißt im Grunde ging also der letzte römische Kaiser in Pension. Hegel ist ein Fortschrittsphilosoph, der aber dann die Vorsehung bemüht, um das, was man so erlebt und um sich herum hat, dann auch kommentieren zu können. Entlang. Also alles, was Sie jetzt sehen, war früher Festungsmauer. Das können Sie im Museum dann hinterher nochmal dann grafisch dargestellt sehen. Und wir beide zusammen werden Sie jetzt hier durch die heiligen Hallen führen, durch die preußische Kaserne, ehemals und jetzige Kulturfestung. Erstmal herzlich willkommen. Das muss ich, glaube ich, erklären. Zunächst erstmal, was tue, ganz wichtig, denn wir müssen die Kultur verteidigen gegen den Rotstift des Finanzministers. Und deswegen haben wir Magdeburg eine ganze Festung. Damit geht das natürlich besser. Und das haben wir ihm auch selbst mal hier auf einer Führung gesagt. Und er fand das ganz in Ordnung. Damit, dass der alte Dessauer, Fürst Leopold von Anhalt-Dessauer, heißt er bei uns im Volksmund sozusagen, wir haben hier den Bereich Markt, das heißt, alles, was hier entstanden ist, gab eine Bastionenmark, dann die Kasernemark, haben das so dargestellt und haben gesagt, damit die kommen, machen wir so ein Mittelalterfest, damit die erstmal überhaupt kommen, die ganzen Magdeburger. Dann haben wir die gelockt mit dem Eulenspiegel, Spektakulum und Met und all dem, was dazugehört. Wir sind in Scharen gekommen, die Ausstellung kam super an, wir haben wirklich gut besucht. Noch besser kam aber das Mittelalterspektakel an und jetzt haben wir es an der Backe. Jetzt machen wir jedes Jahr zu Pfingsten Mittelalter in einer preußischen Kaserne. Ganz gut. Also hier lang. Also man sieht gut, dass Otto sich auf das alte Rom kapriziert hat. Er wollte ja das Römische Reich wieder erneuern und hat dann diese Säulen von Rom aus hierher transportieren lassen. Das ist extra Marmor. Ich weiß gar nicht, was für ein Aufwand das war. Und der Baustil selber erinnert natürlich auch an die Romanik-Gotik. Der Dom ist ja 1204 abgebrannt und dann wieder aufgebaut worden, aber dann nach neuesten Erkenntnissen, also gotischen Erkenntnissen, sodass sie drin... Bemalt. Bitte? Die irgendwie bemalt. Die waren alle bunt. Wie im Braunschweig ja auch. Alles bunt gewesen. Selbstverständlich. Und hier ist natürlich die verehrungswürdige Katharina. Einmal die Tränen, das gestehe ich wirklich zu. Auch jetzt, wenn sie hier so rumgehen und sehen, diese junge Frau, die bei der Auferstehung natürlich blütenrein und jung ist. Das war also eindeutig für uns Philosophen Hypnos und nicht Thanatos, der sie begleitet hat. Und Kehr schon gar nicht. 36 Jahre. We'll be right back.
1902 erbaut, ist eines von den kulturhistorischen Museen im ganzen Kaiserreich. Das heißt, diese Museen sind angelegt worden als Bildungseinrichtungen für alles. Das heißt, was immer Sie an Neigungen haben, finden Sie hier im Hause. Aber dann kam eben 1962 der Otto und der meinte dann, man könne jetzt ein heiliges römisches Reich gründen. Nicht deutscher Nation, bitte, das ist immer dieser Fehler. Nein, es war ein heiliges römisches Reich und das passierte hier in Magdeburg. Nicht? Das hat, diese Konzeption hat er hier entwickelt, heilig, Sakrum natürlich, nicht? Und hat von daher dann diesen Reichsgedanken des Heiligen Reiches durchgetragen bis 1806. Er kommt mit mir mit nach Preußen in die Ausstellung hier, wenn man hoch, schließen sich mir an. Cuius regio, eius religio. Was heißt das? Wenn ein Landesherr sich entschließt, protestantisch zu werden oder katholisch, dann müssen es alle anderen auch. Und wenn sie das nicht wollen, sollen sie auswandern. Und der schändlichste aller protestantischen Fürsten war Moritz von Sachsen, der das dreimal gemacht hat. Aus machtstrategischen Gründen hat er immer wieder die Religion gewechselt und die armen Untertanen sollten mal katholisch sein, mal evangelisch sein. Eine Katastrophe, das verzeihe ich den Christen nie. Diese ist die Vorlage für unsere Nationalflagge. Schwarz, Rot, Gold. Das heißt, als man daran ging, sich zu organisieren, hat man diese bunten Uniformen in Bottiche gestopft oder auch andere bürgerliche Gehröcke und hat sie einheitlich schwarz gemacht, weil die Farbe Schwarz nach der Ständeordnung immer das Bürgertum repräsentierte. Und hat dann allerdings gemeint, es müsse militärisch aussehen und hat dann diese Knöpfe dran gesetzt, die goldenen, da kam dann schwarz zu Gold. Und hat dann allerdings wegen der Dienstränge die roten Biesen dran gebracht, Schwarz-Rot-Gold. Das hier ist ein absolutes Unikum. Damit begann also der Siegeszug von Schwarz-Rot-Gold und der Siegeszug eben in unsere wunderbare Republik, die ich gar nicht hoch genug preisen kann. Und als dann Preußen gegründet wurde 1701 und gleichzeitig 1702, ein Jahr später, der junge alte Dessauer kam nach Magdeburg als Kommandant und hat 40 Jahre lang hier mit Unterbrechung, weil er immer dann im Krieg auch war, hat er hier als Gouverneur gearbeitet und hat Magdeburg dann befestigt, zur Barockstadt werden lassen. Also eine Bedeutung dagegen ist Karl, unser Karl der Erste in Braunschweig, ein Hanswurst, ein absoluter. Und ich verstehe immer nicht, wie die Braunschweiger sagen, sie haben nichts anderes. Also jetzt bricht also mein Patriotismus so richtig durch. Also wer ist denn schon Anton Ulrich? Wer ist Anton Ulrich gegen diese Gestalt hier des alten Dessauers? Heinrich, was ist denn dieser Kriegsverbrecher? Was ist dieser Kriegsverbrecher Heinrich? Der sogar, Heinrich, der sogar so arrogant war, für sich einen Dom zu bauen. Der Pöbel durfte da nicht rein. Aber sie hatten keinen Gauss. Wen hat man nicht? Keinen Gauss. Wir haben aber hier Otto von Guericke. Aber ich bin. Was ist Gauss? Also Gauss war ja unser Schüler. Ich bin zweigespalten, ja. Aber wenn man also jetzt Otto von Guericke dagegen setzt, Sie wissen zu wenig von ihm. Gauss hat seine unglaublichen Verdienste, gar keine Frage. Ja, also aber ohne Otto von Guericke kriegten Sie Ihre Kaffeetüte nicht auf. Anmerkungen zu Otto von Guericke. Sie haben es ja in Magdeburg gemerkt, bis hin zum Herrn Krug und der Straßennamen der Universität. Fangen wir mal an. Er ist 1602 geboren. Das heißt, er war 16 Jahre alt, als der 30-jährige Krieg losbrach. Und seine Art zu denken, auch zu philosophieren, hat Otto von Guericke in vier Bereichen umgesetzt. Der eine Bereich ist, er war ein Politiker. Dann war er Jurist, er war Physiker und Erfinder. Wurde dann 1646, kurz vor Ende des Dreißigjährigen Krieges,
nach den ersten diplomatischen Erfolgen zu einem der ersten vier Bürgermeister der alten Stadt Magdeburg gewählt. Und nebenbei sozusagen, neben all diesen Verpflichtungen und den diplomatischen, chaotischen Verwirrungen, beschäftigte er sich mit Astronomie, Untersuchungen zur Pneumatik, für die er berühmt werden sollte.